Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr schon lesen könnt, gibt es heute einen Haul von der lieben Simone von der Sammelbestellgruppe Sweet Marilou. Und da möchte ich euch gerne zeigen, was ich mir da Schönes gekauft habe. Als erstes zeige ich euch gleich mal die Goodies. Die liebe Simone legt immer so tolle Goodies dabei, die von ihren Design-Team-Mitgliedern gemacht werden. Auch an diese ein liebes Dankeschön. Und zwar als erstes war hier so ein Glasauge, also so ein Auge halt mit dabei. Dann war dieser kleine Tacky-Glue von Aline's mit dabei. Dann haben wir hier so eine wunderschöne Geburtstagskarte, die beigelegt wurde. Die kann man hier so schön aufstellen. Auch dafür vielen lieben Dank. Werde ich aber gleich wieder da reingeben. Mal schauen, was ich mit dieser Karte mache. Dann gab es hier noch so ein kleines Kärtchen. Auch so ein kleines Halloween-Kärtchen. Auch die werde ich mir zur Seite legen. Mach sie da gleich wieder rein, damit sie nicht irgendwie schmutzig wird. Und dann gab es hier noch zwei so kleine Verpackungen, da ist eine Schokolade drin. Wie ihr seht, brauche ich da noch aufmachen und dann rausziehen und dann kommt die Schokolade raus. Und einmal hier so eine Verpackung. Da ist so ein Schlecker, so ein Schokoladeschlecker drinnen. Versteckt. Auch dafür vielen lieben Dank. So, die Goodies werde ich aber jetzt ein klein bisschen zur Seite geben. Und zwar als erstes zeige ich euch mal die Blöcke, die ich mir gekauft habe. Und zwar einmal von Scrap Boys, diesen hier. Aber der wird nicht für mich sein. Ich bin ja nicht so der, wie soll ich sagen, maritime Typ. Aber da habe ich eine sehr gute Freundin. Und ich weiß, die steht darauf und die wird ihn dann von mir entweder in Adventkalender oder zum Geburtstag bekommen. Wie ihr seht, wunderschöne Motive drinnen. Und dann wiederholt er sich wieder. So, einmal diesen hier. Und dann habe ich mir dreimal für mich dreimal diesen hier ergattert. Und auch da schauen wir kurz rein. Den finde ich auch sehr, sehr schön. Da kann man die Motive ausschneiden. Also ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. So ein wunderschönes herbstliche Motive sind das. Finde ich echt wunderschön. Mal schauen, ob ich da ein Album draus zaubern werde. Und dann wiederholt sich das Ganze wieder. So, die sind, glaube ich, dreimal drinnen, die Motive. Genau. So, dann durften auch ein paar Stempel mit einziehen, die auf Lager waren, und zwar einmal von Lawn Fawn, dieser kleiner hier, dieser Teeny Fairy Tale. Dann durfte einer von Gerda Steiners mit einziehen, und zwar diese süßen Erbsen, Peans Be Mine. Auch die fand ich ganz zuckersüß. Dann auch ein Stempelset von Sissy Design.
Und zwar dieser hier für Valentinstag. Der heißt Hard You. Auch der durfte mit einziehen. Dann von Sunny Studios habe ich mir diesen hier mitgenommen. Breakfast Pants heißt das Set. So mit Frühstück und Süßigkeiten, Donuts und so hatte ich noch gar nichts und da durfte der mit einziehen. Dann durften noch drei Sets von Create a Smile mit einziehen. Und zwar einmal dieser hier, Kaffee Collection, dass ich auch was mit Kaffee und Tee habe. Und dann zwei Texte und zwar einmal Freunde wie du. Wie ihr seht, ihr könnt auf Pause schalten, was da für ihre Texte alle sind. Und zu guter Letzt an Stempel habe ich mir das Alles über dich mitgenommen. Auch da sind wunderschöne Texte mit bei. So, und zu guter Letzt hat mir die liebe Simone diese Gansai Tambi Wasserfarben mitbestellt. Die wollte ich jetzt einfach haben. Ich habe schon sehr viel Gutes von denen gehört und werde das mal rausnehmen und euch die Farben zeigen. Die sind wirklich wunderschön. Wie ihr seht, schön leuchtende 48 Farben müssten das sein. Ja, 48 Farben. Wie ihr seht, wunderschöne Farben. Pastellfarben, Goldfarben, schöne kräftige Farben. Ja, meine Lieben, wenn ihr wollt, dass ich mit euch die Farben teste, dann schreibt mir das gerne unten in die Infobox, in die Kommentare hinein. Dann würde ich euch da mitnehmen, wenn ich die Farben teste. Also wie gesagt, schreibt mir das gerne unten hinein. Ja, und das war's auch schon wieder, mein kleiner feiner Einkauf bei der lieben Simone. Auch die Sammelbestellgruppe werde ich euch unten in der Infobox verlinken, sowie auch ihre Bastelseite. Auch die werde ich unten verlinken und schaut gerne auch bei der lieben Simone vorbei. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn ihr das tut, kostenlos, dann vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Also, dann würde ich sagen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine Lieben.